Bin ungarischer Abstammung, mein Vater kommt aus Ungarn. Manche sagen, ja, ich sei ganz ordentlich integriert. Weiß nicht, können Sie das? Hat man Ihnen das auch schon bescheinigt? Ja. Das bestätigen, oder? Ich bin also wollen wir über das Thema reden mit der Absicht, Leute fernzuhalten? Mhm. Dann machen wir es jetzt kompliziert, dann machen wir es sehr bürokratisch und dann werden wir echt kleinkariert und zwei Pässe, ein Pass, drei. Oder führen wir eine Diskussion, wie diese Menschen kommen und die richtigen Menschen kommen. Sind wir attraktiv? Wir sind im Moment, das muss man einfach am Beginn dieser Debatte mal sagen, null attraktiv. Der glühende Kern schrumpft in Deutschland, weil wir die Erwerbsgesellschaft so nicht halten können. 7 Millionen Menschen werden diesen Kern verlassen und im Ruhestand die Früchte ihrer Arbeit genießen. So, und wenn wir darüber reden, wo diese 7 Millionen herkommen, und zwar die richtigen, dann muss man tatsächlich diese alten Debatten, deswegen runzel ich die Stirn, sein lassen und über ein modernes Einwanderungsrecht reden. Aber, Herr Klamroth, das eben nicht nur sozusagen eine Frage von Chancenkarte, Bürokratie, was passiert an der Grenze. Entscheidend ist ja halt, was passiert danach? Ja. Wie attraktiv ist dieses Land danach? Kulturell, Bildung, Jobs, Wohnmarkt, das ganze Ensemble, die Leute, von denen wir reden, aus Indien, aus China, auch aus Amerika, aus Großbritannien, die haben super Auswahl. Ja, ich finde das Argument von Herrn Heil wichtig, dass die politische Kultur, in der diese Debatte stattfindet, muss eine Kultur sein, die das Wort Kultur überhaupt verträgt. Wenn Leute, Herr Mann, durch die Talkshows ziehen und jedes Mal eine Batterie Sprengstoff mit dabei haben, um da mal was zu zünden, dann wünsche ich mir zumindest, wenn es Leute sind, die Kanzler werden wollen, dass sie eher eine Maurerkelle dabei haben und eine Brücke bauen. Die Wirtschaftsbosse würden nicht sagen, wir brauchen 400.000 Migranten. Die würden einen Zusatz machen. Wir brauchen die richtigen. Wir brauchen, wenn, Kinder in guten Jobs. Kinder, die nicht verwahrlost sind, sondern Kinder, die einen Weg, ich nenne das den produktiven Kern einer Volkswirtschaft, finden. Und viele, die zu uns kommen, denen müssen wir halt diesen Weg bauen. Eigentlich ein Highway. Und darüber reden wir heute Abend. Ein Highway, wie man aus dieser Warteposition, wo man Wohlstandsstaat sozusagen konsumiert, zu einer Investition für dieses Land wird. Und deswegen brauchen wir 400.000 tatsächlich arbeitstüchtige, gut gebildete, ausgebildete Menschen in diesem Land.